Monster. Ich sag. Ich sag jetzt ich sag. Posterboy! Flippen! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Heute machen wir ein bisschen Aufklärung für die Community und ich hoffe, dass ihr das wertschätzt. Ich werde versuchen, falsche Aussagen, richtige Aussagen ordentlich zuzuordnen. Ich werde ein, zwei Fragen beantworten, werde euch zeigen, wie das VPN funktioniert, was ich benutze. Es gab einen, der gesagt hat, das wäre ein Virus, was sehr lustig wäre, weil dann hätten wir alle ein Virus und ich würde es promoten, also gehen wir auch gleich drauf ein. Generell um das Thema VPN gibt es unfassbar viel Diskussion seit Monaten und Jahren in COD, seit Skill-Based Matchmaking da ist. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele, die darüber sprechen, absolut keine Ahnung haben. Und das ist nicht böse gemeint, aber ich möchte ein paar Sachen aufklären. Die allererste Sache, es gibt den Begriff Whitelist. Und die Leute, es gibt Leute, die sagen, ah, guck mal, Kaiser und so, alle gewhitelistet. Und sagen, die können cheaten und deswegen, weil sie gewhitelistet sind, stört das keinen. Und es passiert nichts. Eine Whitelist bedeutet hier bei uns im COD-Jargon, dass eigentlich die Entwickler um Raven Software bekannte Spieler mit einer Whitelist-Eintrag davor schützen, Shadowbans zu kassieren. Fakt 1, ein Shadowban kriegt ihr nicht, weil ihr ein VPN benutzt. Ein Shadowban bekommt ihr auch nicht, weil ihr automatisch cheatet, sondern es gibt die erste Variante, wie ihr gebannt werdet, das ist ein Shadowban. Eure Gamesuche geht auf 500 Millisekunden, ihr findet keine Lobby. Wenn ihr nach ewiger Suche eine Lobby findet, sind die meisten Leute in dieser Runde auch geshadowbannt und oder Cheater. Das zweite, ihr werdet geshadowbannt, wenn ihr zum Beispiel sehr viele Meldungen, Reports bekommt. Was guten Spielern öfter passiert, weil die meisten Anfänger gar nicht beurteilen können, ob man legit spielt oder nicht. Ein Großteil der Community hat gar keine Ahnung, was für Cheats es gibt, wie man das erkennt. Und es ist ja auch so, dass umso mehr Zuschauer, Follower du als Creator hast, als Warzone-Streamer, YouTuber, umso mehr Leute hast du automatisch auch, die ein Problem mit dir haben, egal was für eins. Und es ist einfach so, umso mehr Hater du hast, umso mehr Leute bannen dich bzw. wollen, dass du gebannt wirst, um dir Schaden zuzufügen, um dich zu ärgern und reporten dich. Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber wenn ihr eine gewisse Anzahl an Reports gegen euren Account in Warzone bekommt, werdet ihr für, das geht meistens 7 bis 10 Tage, geshadowbannt. Ihr könnt theoretisch auf euren Account zugreifen und ihr könnt theoretisch spielen, ihr findet aber eigentlich gar keine Lobby oder eben nur solche Lobbys mit Cheatern drin und anderen Leuten, die geshadowbannt sind. Dann gibt es das Ricochet-System. Ricochet, unser Anti-Cheat, was nicht so großartig funktioniert. Das greift aktiv auf euren Account ein, zieht sich Daten raus, auf welche Parameter auch immer und bannt euch aktiv für aktives Cheaten. Okay? Das sind die Versionen, wie man theoretisch gebannt werden kann. Wenn ihr ein VPN benutzt, das als allererstes, ihr werdet dafür nicht gebannt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einen Spieler gesehen, der mir zeigen konnte, dass er gebannt wurde, weil er ein VPN benutzt. Und da gibt es so Leute, die sagen, in den AGBs steht, dass VPN nicht erlaubt ist. Leute, halb Warzone spielt mit einem VPN, okay? Und wenn ihr Lust habt, es zu nutzen, spielt damit. Ihr werdet dafür nicht gebannt. Und wenn ihr es nicht haben wollt, braucht ihr es nicht. Das Zweite. Viele Leute behaupten, ein VPN sorgt dafür, dass du absolute Bot-Lobbys hast und dann kannst du voll die Kinder und Behinderten, also körperlich-geistig eingeschränkten und schlechten Spieler bashen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem COD-Tracker. Alle meine Runden, die ich spiele, spiele ich live. Und ich benutze einen VPN, nämlich Sweat Duma VPN. Was einen Vorteil hat, ich erkläre gleich, was ein VPN eigentlich macht. Es hat noch ein Geofence. Das heißt, mit dem VPN entscheide ich nicht nur, was ich in-game dem Game sage, welche Location ich habe, was dafür sorgt, dass ich bessere Lobbys bekomme, als ich habe eine 2er KD in Warzone, meine normalen Lobbys ohne VPN, ohne alles, sind im Durchschnitt bei 1,5 bis 1,7. Wisst ihr eigentlich, wie es sich anfühlt, ein Free-to-Play-Game zu spielen in einer europäischen Lobby mit einer 1,5er bis 1,7er KD? Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun. Dann gibt es den Geofence dort und ich zeige euch am Ende des Videos auch, wie man den in dem Fall einfach nutzt. Es ist super einfach.
Ihr müsst, wenn ihr ihn downloaden wollt, unten so in der Videobeschreibung Link zu SweatVPN über den Discord könnt ihr das Ganze machen, Fragen stellen. Euer Antivir, meistens die Windows Firewall, Echtzeitschutz einmal ausstellen, denn VPNs sind verschlüsselt. Die sind verschlüsselt, damit wir uns das nicht einmal downloaden, 3 oder 5 Euro zahlen und dann diese Datei sozusagen für immer für uns behalten, weil dann würden die alle kein Geld machen. Und weil es verschlüsselt ist, sagt Antivir Windows Firewall, es ist ein Trojaner. Ist keiner, Leute. Also weiß nicht, wie man auf solche dummen Ideen kommt. Auf jeden Fall, der Geofence in dem VPN sorgt dafür, dass ihr entscheiden könnt, welche Regel in eure Firewall reingebracht wird. Der Geofence macht eine Regel in eure Firewall rein, eine API, API 8.1 irgendwas, und der schränkt die Lobbysuche für euch auf das Land ein, was ihr auswählt. Das heißt, ihr könnt dann die USA nehmen, das haben wir gestern im Stream gemacht, dann habt ihr einen 120er Ping, es laggt trotzdem nicht, es funktioniert wunderbar. Ihr seid auf USA-Lobbys, ihr könnt Geofence nach Spanien machen, sind bessere Lobbys als Deutschland, nach Italien und. VPNs sorgen aber nicht dafür, dass ihr absolute Bot-Lobbys bekommt, sondern VPNs reduzieren die Durchschnitt-Lobby-KDs, weil sie in anderen Gefilden suchen als hier in Europa, in Deutschland, was gefühlt das Schlimmste ist, weil jeder denkt, er ist der nächste TikTok-Star. Und ihr habt eine Chance, eine sehr gute Lobby zu bekommen. Mal eine 07er KD-Lobby, 06, 08, was eine sehr gute Lobby ist. Was übrigens immer noch Durchschnitt ist, der Spieler. 08 ist Durchschnitt. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, beziehungsweise etwas, was die Leute jedes Mal falsch analysieren. Und zwar, wenn, oder früher, bis vor 3 Jahren, bis zu MW19, gab es in den CODs zwar ein Skill-Based Matchmaking, aber nicht mit zu vergleichen mit dem, was wir haben. Es war so, Ping war King. Der Ping hat entschieden bei der Lobbysuche, wer nah an dem Server zusammen war, der wurde in eine Lobby geschmissen. Und 99% der Lobbys sahen so aus. Ihr habt so einen Haufen von normalen Spielern gehabt, dann so viel gute Spieler und so viel schlechte Spieler. Es war aber Zufall. Leute, die ganz neu in dem Game waren, haben gegen andere Leute gespielt, die neu waren, und haben gegen gute Spieler gespielt und gegen noch schlechtere Spieler. Das sind Games. Man lernt in dem Game besser zu werden und spielt dann eben mit anderen Streaks, mit anderen Perks, mit anderen Waffen, ballert mal andere weg. Normales Lobby-Suchsystem. Heute wird sich darüber beschwert, dass es Leute gibt, die sich eben in diese niedrigen Brackets, ganz niedrigen Brackets durch Skill-Based Matchmaking richtig reinkatapultieren. Leute, denkt doch bitte mal drüber nach. SBMM ist nicht erfunden worden, damit schlechte Spieler geschützt werden. SBMM ist eine Lüge und wurde erfunden, damit schlechte Spieler denken, sie sind bessere Spieler, damit sie mehr Geld im Shop ausgeben. Mit einem normalen Lobby-Suchsystem würde es gar kein Reverse-Boosten in niedrige Lobbys geben. Und das ist eine Option, um wirklich niedrige KD-Lobbys zu spielen. Ihr könnt euch 5, 6, 7, 8, 9 Runden töten lassen, selbst töten, bla bla bla, wie ein Bot laufen, und dann wird erkennt das Skill-Based Matchmaking, ihr seid ein schlechterer Spieler oder denkt es, dann kommt ihr in Brackets da unter, wenn ihr da gut performt, kommt ihr wieder nach oben. All diese Sachen und diese Manipulation und was es da alles gibt und Neffen-Account wären mit einem normalen Matchmaking gar nicht da. Viele Warzone-Streamer stehen immer noch nicht dazu, dass sie ein VPN nutzen, was ich einfach 0,0 verstehen kann. Und ich zeige euch einfach direkt meine Lobbys gestern von den KDs mit VPN, und dann könnt ihr mir sagen, ob das absolute Bot-Lobbys sind. So, Chat. Das hier sind meine Stats. Ihr seht hier meine Activision-ID, meinen Namen. Ihr könnt es nachverfolgen. Es ist nicht so, dass ich da ein Geheimnis draus mache. Und hier seht ihr die Lobby-KDs von mir. Ich spiele eine wöchentliche 2-4er-KD und habe insgesamt eine 2er-KD. Das hier waren alles Solo-Runden von mir. Ich habe mit Randoms gespielt. Und ihr seht all diese Lobby-KDs. Hier eine 078er-Lobby. Die hat wirklich Spaß gemacht. 19 Kills, da macht man denn keine... Man muss ja nicht auf persönliche Rekorde gehen, sondern Spaß wieder haben. Das sind alles sehr gute Lobby-KDs. 079, 089, 096, es gibt auch 1-1er, es gibt auch 1-2er. Und Leute, auch in der 1-2er-Lobby mache ich in der Runde 11 Kills. Und ihr seht es an den Teammates, die haben alle nicht viel. Das heißt, nur weil ihr mal in einer niedrigeren Lobby seid, haut ihr nicht 50 Kills raus. Und nur weil ihr in einer besseren Lobby seid, die habe ich zum Beispiel verkackt mit 2 Kills, da sind wir schnell gestorben. Ihr seht es, es pendelt sich zwischen 0,9 und 1,1. Und ich kann euch eins garantieren, Leute. Der Spaß, der dadurch zurückkehrt, dass ihr nicht in 1,5er, 1,7er Lobby spielt, ist unfassbar groß. Und was ich leider nicht verstehe, dass viele Warzone-Streamer bis heute daraus ein Geheimnis machen
eine 8er KD in Warzone haben und dann erzählen, ein VPN benutzen sie nicht, und dann geht ihr auf den COD-Tracker und gebt da ein, was weiß ich was, und sind da 05er Lobbys, 04er. Es gibt verschiedene VPNs, verschiedene Geofans, alles mögliche. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es aus. VPNs bedeutet nicht, dass ihr Bot-Lobbys spielt. VPN bedeutet, dass ihr den Spaß am Zocken wieder ein bisschen habt. Und jetzt, Freunde, zeige ich euch noch, wie SweatVPN funktioniert. Es ist kein Hexenwert. Ihr ladet es runter, öffnet die Exe-Datei. So, dann öffnet ihr euer SweatVPN und dann habt ihr diese Oberfläche, okay? Hier steht, wie lang eure Lizenz läuft. Das hier ist echt, also es ist keine Magie. Das sind die Entwickler, die ihr alle auf dem Discord sprechen könnt. Die sprechen Deutsch, Englisch, ihr könnt fragen, was immer ihr wollt. Ihr habt immer eine Antwort. Es gibt den VPN, da geht ihr drauf und entscheidet euch, was ihr in-game dem Game sagen wollt, wo ihr euch befindet. So, am besten läuft Nigeria, Kanada läuft gut, wenn ihr USA wollt. Kasachstan ist ganz gut. Israel, je nach Tageszeit, und auch Iran. So, und dann nehmt ihr einfach Nigeria und connected. Das ist keine Magie, das ist kein Virus, der Rechner raucht nicht ab, sondern er sagt euch, ey, du bist connected, und wenn ihr jetzt in Ingame gucken würdet, dann würdet ihr sehen, ey, alles klar, ich bin Nigeria. Und dann könnt ihr noch dazu sagen, für einen besseren Effekt, hier müsst ihr nur eingeben, die Modern Warfare Ex-Datei. Wo soll denn gesucht werden? Ihr könnt in Deutschland suchen, was natürlich bescheuert ist mit dem VPN. Was wir gerne machen, ist Spanien, Italien, auch Brasilien ist teilweise sehr gut. Ihr geht einfach auf Italien und sagt, Geofans, einen Zaun, einen visuellen Zaun, virtuellen Zaun um Server in Italien. Das heißt, alles, was in Italien ist, möchte ich nicht haben, aber Italien hört ich ganz gern. Und jetzt sucht das Game mit diesem Geofans für euch hier Server aus und lässt euch auf diesen Servern spielen. Ihr seht es in den Games dann, die Lobby-KDs werden deutlich besser, als wenn ihr auf europäischen, deutschen Servern spielt. Und ihr habt den nächsten Vorteil, ihr braucht euch um nichts weiter kümmern, sondern könnt einfach entspannt zocken. Und wenn ihr die ändern wollt, dann disconnectet ihr das Ganze, resettet das hier einmal und sucht euch einen anderen Geofans aus. Das ist keine Magie, das ist kein Virus, das ist kein Trojaner und das ist auch kein Cheaten, dafür wird auch keiner gebannt. Es wäre einfach schön, wenn alle Leute, die da immer so viel drüber reden, langsam verstehen, dass es nicht darum geht, dass manche machen es bestimmt, um irgendwelche persönlichen High-Kill-Records zu machen. Hauptsächlich sollte man es aber machen, um wieder ein bisschen Spaß am Game zu haben, denn Skill-Based Matchmaking ist einfach ein Betrugssystem. Ich hoffe, ich konnte euch das näher bringen und euch erklären, wie VPNs funktionieren, was davon richtig ist, was davon falsch ist und. Unten ist ein Link, da könnt ihr auf dem Discord, stellt da Fragen, ihr müsst nichts kaufen, ihr könnt einfach Fragen stellen, könnt kontrollieren, ob ich da recht hatte, ob ich Schwachsinn erzählt habe. Es war mir ein Anliegen, es geht gar nicht so primär um mich, sondern es ist einfach nervig, immer auch bei guten Warzone-Spielern wie Rurex oder Kaiser oder Stylus immer nur zu hören, das ist VPN, im VPN mal ja auch 100 Kills, das ist gar kein Problem. Und das sagt dann Dieter, 48, spielt zweimal die Woche eine halbe Stunde und sagt, alle anderen cheaten. Es ist schade, es ist eine Community, Leute, es ist ein Game, was uns allen Spaß machen soll. Da muss man nicht immer wirklich so sauer werden. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, stellt Fragen unten gerne, ich bin raus.